Und herzlich willkommen zurück. Tja, da es ja hier keine brauchbaren Items gibt, werden wir wohl oder übel. Ich guck noch ein paar Mal Beleber. Beleber haben wir ja nicht, oder? Also nicht so viele, meine ich jetzt. Ein paar haben wir. Oh nein, doch, haben wir 10 Stück gekauft. Okay, gut. Dann haben wir das also auch alles. Ja. Dann probieren wir jetzt einfach mal die Trophäe herauszufordern. Das wird zwar nie im Leben funktionieren. Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Lorelei und gehöre zu den Top 4. Niemand kann es mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht. Hat Eis unglaublich, salala, Winkel, Pokémon-Schicksal, eingefroren, hahaha, bist du bereit? Ja, ich hoffe noch. Ich hoffe es doch. So, Lorelei setzt Hugo ein. Gehen wir direkt rein oder versuchen wir es jetzt mal einzuschläfern? Ich meine, Wasser-Pokémon ist jetzt eigentlich nicht so stark, oder? Müssten wir eigentlich doch so schaffen. Ja, eher so gar nicht. Ach du Kacke. EP. Yay, Lorelei Austoss. Keine Wirkung? Alter. Sehr schön. Was? Hat die aufgewacht? Was ist hier los? Alter. Nein, ist übertragen. Jedoch. 1900 EP, das wird doch recht Level 68. Usana, ach du Kacke. Keine Wirkung. Oh. Usana, nehmen wir einfach Lavados, aber Lavados ist halt viel zu schwach vom Level her. Ach, auch noch Volltreffer, ja, leck mich doch. Arktos. Eisstrahl. Was, ist nicht gefroren? Warum das denn nicht? Oh, schaut jetzt hier. Hier doch. Oh oh. Lapras da. Ne, bringt gar nichts. Haben wir. Zapdos ist gegen Wasser sehr effektiv. Aua! Was ist los mit dir? Naja. So viel zu dem Thema. Okay, ich muss erstmal hier mein Viertel wieder beleben. Dabei wird natürlich Lavados drauf gehen. Arktos möchte doch. Okay, zur Hälfte wird es wieder belebt. Na gut. Blizzard. Nein, ohne paralysiert, Alter. Ernsthaft? Ach, komm. Schmetterl. Mach mal Zielstrahl hier. Aua. Alter! Es ist doch gerade mal Level 56.
Aber feiern jetzt hier. Alter, direkt beim ersten Trainer schon so heftig. Ah ja. Was? Achso. Das Problem ist, jetzt speichern wäre auch relativ dumm. Weil, ne, wenn wir jetzt hier speichern, dann haben wir halt gespeichert. Sonst gibt es ja nur einen Speicherslot. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, hier durchzukommen. So, zuallererst gucken wir mal ganz kurz. Alter, wir brauchen viel mehr Beleber. Ich habe jetzt schon nur noch 8. Wie ist Top-Genesung? Ist Top-Genesung quasi auch mit Heiler verbunden? Ich probiere es mal ganz kurz. Ja, hat keinen Effekt. Das heißt, ich muss überall erstmal Beleber einsetzen. Wir probieren es mal so. Vor allem, wenn ich weiß, was für Pokémon der hat. Aber sieht aus wie Gesteins-Pokémon. Gegen Gesteins-Pokémon sind wir eigentlich relativ stark. Da gehen uns höchstens irgendwann die APs aus. Okay, ja, wie gesagt, Bruno war relativ leicht, weil ne, Gesteins-Pokémon ist halt ein Witz. Aber ich glaube, viel weiter kommt man nicht. Ah ja, siehst du, jetzt kommen die Psycho-Pokémon. Das heißt, jetzt wird uns Metro nicht mehr viel bringen. Das heißt, wir füllen erstmal gerade andere Pokémon wieder auf. Was? Aber was? Alter, so viele Items sind hier. Beleber. So, tja, und dann müssen wir mal ganz kurz gucken, wie sehen bei Smetbo die APs aus. Pokémon. Eigentlich noch relativ gut. Status. Konfusion habe ich noch fast voll und Schlaffutter damit auch noch die Hälfte. Also jetzt schon Top 8 einsetzen wäre komplette Verschwendung. Lassen wir es doch erstmal. So, was ist gegen Psycho am effektivsten? Eigentlich Lavados. Ich nehme mal Lavados nach vorne. Und hoffe, dass wir mit dem Feuerwirbel immer schon ne, das Gröbste wegmachen können. Ja, ist ja gut jetzt. Dass wir immer so viel labern müssen. Holy shit! Eieiei. Gengar. Ah. 5 Level darunter. Da führt nie im Leben was. Feuerwirbel. Er fängt natürlich zuerst an. Was? Och, du sie doch verarschen. Konfusionsstrahl, klar. Jetzt greifen wir so noch selber an. War klar. Ach, das wird ein Spaß. Oh Gott, wir machen auch kaum Schaden. Schnabel bringt garantiert nichts, Silberblick bringt noch weniger. Pokémon. Zapdos, ich versuche mal mit Arctos. Blizzard. Ach klar, natürlich direkt versetzt verletzt. Digga, wird sich verarschen. Goldbach.
Also gegen Goldberg können wir eigentlich auch mit Spectrum kämpfen, aber den jetzt einzuwechseln würde wahrscheinlich nichts bringen, weil dann kriegt er nämlich Goldberg den ersten Zug. Wir versuchen also direkt mal. Ah, siehst du? Direkt mal Platz zu machen. Apollo, Alter. Wir bleiben einfach mal bei Eisstrahl. Oh, Level 54. Arbok. Na gut, Arbok ist eigentlich ein relativ simpel Gegner. Aua. Na komm, den einen Gegner musst du noch schaffen. Ja. Oh nein, da kommt doch ein Gegner. Scheiße. Fuck. Zapdos. Wenigstens den Trainer hier muss ich besiegen. Alle anderen Trainer sind dann wieder, soweit ich weiß, weil unsere einzige Schwäche ist der Psycho, also der jetzige Trainer. Der ist halt, da ist halt Smetbo relativ wirkungslos. Das heißt, ich muss das irgendwie versuchen. Ey, fick die Henne! Ah, Alabaros. Aber du hast keine starken Attacken. Das wird nichts werden. Ah, vor allem, wenn er sich nicht ohne Welt verletzt. Leck mich doch. Ah, gut. Also die harte Tour. Dann muss halt doch mit berichten. Und da kommt das endlich weg. Sehr schön. Du hast gewonnen. Nun verstehe ich, was der Professor meinte. Ich stimme dir voll dazu. Der wirkliche Junge führt, deine Oma hat gewonnen, deine Mutter versteht. Hä? Oh, ich habe sie gerade mal angesprochen. Lol. So. Gucken wir mal jetzt, wie es unsere Pokémon geht. Arctos hat das Lava, das können wir jetzt eigentlich in Ruhe lassen. Jetzt konzentrieren wir uns nur noch auf Smetbo. Ja, die anderen drei bringen es halt einfach nicht. Wie gesagt, damit sie überhaupt irgendwas bringen, müsste ich sie auf mindestens Level 60 trainieren. Eigentlich eher so Level 70. Aber wie gesagt, das würde halt ewig dauern. So, Items. Hyperheiler, Top-Beleber. Wieso habe ich. Hatte ich von Top-Beleber nicht zwei? Ach nee, von Top-Ether hatte ich zwei. So war das. Ja, normalen Ether haben wir leider nicht. Top-Trank. Smetbo. Ach komm. So, jetzt ist die Frage: Wie sieht's aus mit den APs? Na komm, Alter. Hä? Achso. Wir haben noch 6-mal Schlafpuder. Das sollte eigentlich reichen. Na dann, auf in den Kampf. Ich habe bereits von dir gehört, Ash. Ich bin Siegfried, Drachentrainer, Oberhaupt, Top 4. Mach mit 10, Pokémon sehen, fangen und 10. 90. Beinahe unbesiegbar. Naja, glaube ich auch. Ja, ich meine, die ersten drei haben schon mal besiegt, aber jetzt können wir noch zwei. Er kommt noch und dann kommt noch Gary. Gary ist, glaube ich, relativ leicht Zucker, aber Siegfried, ich weiß nicht, was er für Pokémon hat. Garados. Na gut, fängt eigentlich relativ simpel an. Ja, ich brauche erstmal Schlafpuder. Aua. Also, was vielleicht keine so gute Idee ist. Mal gucken, wie stark Konfusion ging. Oh Gott. Keine Wirkung? Alter, okay, wir brauchen jetzt mal Top-Trank. Und vor allem Top-Ether. Ist das nur für eine einzige Attacke? Oh lol, leck mich doch am Arsch. Das ist für alle Attacken, Alter. Super, das wird ja ein Spaß. Aber. Ach, noch eins? Okay.
Da brauchen wir wohl Top-Beleber. Beleber. Top-Beleber. Wir schauen mal, Top-Beleber füllt auch ein bisschen die APs wieder auf. Ne, füllt die APs leider nicht auf. Und... Alter. Ich lebe schon wieder nicht mehr. Du willst doch verarschen. Ja, komm, leck mich. Alter, willst du verarschen? Oh mein Gott, das wird nie im Leben was. Digga, wieso passiert immer nicht? Wir sind hier gleich tot. Ah, schon wieder aufgewacht. Ey, du willst doch verarschen. Holy crap, was ist denn los hier? Oh Gott. Ja gut, dann so viel zu dem Thema. Dann hat das schon mal klicklich gescheitert. Ja, ich dachte echt, dass Top-Ether alle Attacken auffüllt. Ist das bekloppt. Das heißt, wir kriegen nicht... Vor allem, ich weiß auch nicht, wo wir jetzt irgendwie Ether oder Top-Ether herbekommen. Pokémon. Geld. Ether. Man muss doch die Scheiße verkaufen können. Ich meine, wenn es kein Top-Ether gibt, okay. Aber wenigstens Ether. Fundorte. In anderen Spiel. Hä? Ether heilt, welches Pokémon rot eingefällt wurde. Ether stellt anderes Attacken, welche Stärke Top-Ether. Elixier und Top-Elixier, okay. Die kann ich gar nicht. Konnten wir die verkaufen? Ah, okay, Elixier. Okay, Elixier macht dann alle Attacken. Die Frage ist, wo können wir Elixier kaufen? Gott, Pokémon, Geld, Ether. Jetzt habe ich Ether geschrieben. Oh, Alter, willst du mich verarschen? Scheiß Sonne. Normalerweise Ether von Ether, also Ether ist ja bekommen, kaufen. Ether und die anderen kann man nur finden. Leck mich doch, man kann diese Items nur finden. Gut, dann sind wir gefickt. Dann müssen wir die Liga quasi einfach so oft probieren, bis es mal klappt. Super. Ja. So viel zu dem Thema. Kann ich wirklich noch mal gucken, ob wir sowas wie Elixier auf dem Computer haben? PC von Ash. Item aufnehmen. Nein. Boah. Ich fick deine Oma. Sonderbonbon. Sonderbonbon könnte ich eigentlich mal ins Metro geben. 7 Stück. Ach, leck mich doch. Okay, Elixier haben wir einmal. Oder war schon kein Top-Elixier oder sowas? Das gibt's doch gar nicht. Oh, wir sind gefickt. So, müssen wir jetzt mal irgendwas ablegen hier. Oh. Aufnehmen. Sonderbonbon nehmen wir
die 7 Schritte mit. Und einmal auf Elixier. Eisen können wir noch verkaufen. So. Pokémon. Nein. Item. Die Frage ist, geben wir jetzt die Sonnenbonbons unseren drei Vöglein? Na gut, ich meine, da könnten wir zumindest die beide auch auf Level 53 heben. Ich weiß aber nicht, ob das so viel Sinn macht. Oder wir stopfen mit den 7 Sonderbonbons wirklich unser Smitmo zu, damit der auf Level 74 kommt. Ach komm. So. Sehr schön. Da sollte für den nächsten Kampf so weit gewappnet sein. Ich meine, wir haben gerade mal ein Item mehr. Also genau genommen gar nichts. Wir gucken noch mal ganz kurz, ob wir hier noch mal... Wir brauchen definitiv mehr Beleber kaufen. Das heißt, von Beleber packen wir es richtig voll. So teuer ist es so zum Glück ja nicht. Kommen wir lieber insgesamt auf 40. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch Heiler. Warum gibt es keine Items, mit denen man die APs auffüllen kann? Das macht überhaupt keinen Sinn. Top-Trank. Da können wir leider nicht so viele kaufen, weil es halt relativ teuer ist. Da kaufe ich nochmal 12. Und ich weiß halt nicht, was diese Top-Genesung ist. Ich glaube, ist Top-Genesung das, was die ganzen Statuswerte wieder verändert. Ich meine, da haben wir erstmal 10 Stück, das sollte erstmal reichen. Jo. Was machst du hier eigentlich? Nacheinander auf die Top 4. Wenn du deinen Kampf gewinnst, wird der Weg zum nächsten Trainer freigeschaltet. Viel Glück, ja. Was die als eine aber natürlich nicht sagt, ist, dass man zwischenzeitlich nicht wieder zurück kann. Das heißt, ne, zwischenzeitlich zum Pokémon Center zurückgehen geht nämlich nicht. Wie lange geht jetzt die Folge überhaupt schon? Ich glaube, wir machen einfach nächste Woche weiter. Folge begonnen hat um 40. Aber jetzt nochmal anfangen, das nutze ich halt nicht. Weil, wie gesagt, ich kann sie auch zwischenzeitlich nicht speichern. Also doch, könnte ich, aber wäre nicht clever. Definitiv nicht clever. Ich meine, gut, ich bin natürlich auf dem Emulator, das heißt, ich könnte diese Emulator-Speicherstände benutzen. Aber das wäre mir dann doch ein bisschen zu viel, weil das wäre dann wirklich Cheaten. Ne? Weil Gameboy kannst halt so oft ein- und ausschalten, wie du möchtest, aber halt eben, Gameboy hat jetzt nur einen Speicherstand. Das heißt, solange wir uns an diese Limits halten, ist alles legitim. Aber eben, wir haben halt nur einen Speicherstand dafür. Na gut, dann würde ich mal sagen, wir haben gespeichert. Noch hoffentlich nicht hier drinnen. Ja, siehst du, eine Stimme. Lauf nicht davon. Ja. Dann würde ich mal sagen, das war's für diese Woche. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder und schaffen dann hoffentlich die Liga. Und wenn wir es sogar innerhalb der ersten 5 Folgen schaffen, ich hoffe es sehr, dann können wir sogar dann nächste Woche auch schon anfangen mit Pokémon Kristall. Ja. Bis dann.